Willkommen zurück, meine hype-liebenden Freunde. In den letzten Wochen wurde immer wieder etwas Neues über Destiny 2 bekannt. Egal ob es Embleme, Strikes sind, Änderungen des Release-Dates oder einfach nur exotische Waffen. Und heute wollen wir uns genau auf diese konzentrieren. Die exotischen Gegenstände in Destiny sind für viele Spieler ein Antrieb, ein Spiel dieser Art zu zocken. Wir wollen uns nochmal anschauen, welche exotischen Gegenstände Bungie uns schon gezeigt hat und welche vielleicht dazugehören könnten. Legen wir direkt mal los mit den Waffen, welche auf der Premiere von Destiny 2 spielbar waren. Dazu gehört unsere erste Waffe, die den Namen trägt, Risk Runner. Risk Runner ist eine exotische Arcus-Maschinenpistole, also ein SMG, mit dem besonderen Effekt Arc Conductor. Taking Arc Damage increased weapon power. Übersetzt, wenn der Spieler Arcus-Schaden nimmt also, erhöht sich der Waffenschaden. Und der zweite Effekt, when Arc Conductor is active, shots fired have the chance to become chain lightning and return ammo. Was wiederum übersetzt heißt, wenn der erste Effekt aktiv ist, also Arc Conductor, besteht die Chance, dass die Schüsse Kettenblitze erzeugen und Munition zurückgewonnen wird. Ein schöner Effekt, und man könnte sagen, Riskrunner ist die Zalo Supercell von Destiny 2, oder? Eine weitere exotische Waffe, die in der Premiere vorgestellt wurde, ist Sweet Business. Sie ist ein exotisches Automatikgewehr im Style einer Gatling Gun mit dem besonderen Effekt Payday. Large Mag increased hipfire accuracy. Heißt übersetzt großes Magazin und erhöhte Schussgenauigkeit beim Feuern aus der Hüfte. Der zweite Perk, Holding down the trigger boosts this weapon's range and rate of fire automatically loads ammo pickups into the magazine. Übersetzt, solange der Spieler den Trigger gedrückt hält, erhöht sich immer wieder die Reichweite und Feuerrate der Waffe und Munitionspacks werden automatisch ins Magazin reingefüllt. Heißt also, man kann unendlich lang schießen, solange man immer wieder schnell genug Munition findet. Ziemlich krass, oder? Die dritte vorgestellte und spielbare Waffe ist eine Handfeuerwaffe, Sunshot. Diese Handfeuerwaffe kommt mit Solarschaden und auch wieder zwei besonderen Effekten. Durch den ersten Perk, Sunburn, verschießt die Waffe explosive Geschosse und markiert die Gegner. Und durch den zweiten Effekt werden Feinde, die durch diese Waffe ihr Ende gefunden haben, mit Solarenergie explodieren. Auch ziemlich badass, oder? So, das waren bereits alle drei exotischen, spielbaren Waffen. Aber es sind bei weitem nicht alle exotischen Gegenstände, die Bungie uns schon gezeigt hat. Lass uns doch einen Blick auf diese höchstwahrscheinlich exotische Pistole werfen. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, Moment mal, das ist doch eine Handfeuerwaffe, keine Pistole. Dann möchte ich darauf hinweisen, diese wurde auch bei der Live-Premiere ausgestellt als echtes Remake der Waffe. Und wir können genau sehen, dass die Munition am Griff eingeführt wird und nicht wie bei der Handfeuerwaffe in die Trommel. Von daher ist das fast zu 100% eine Pistole. So, jetzt zum Äußerlichen. Wir können erkennen, dass auf dem Lauf drei Mäuse oder Ratten abgebildet sind und auf der Rückseite ein toter Ratten- oder Mauseschädel eben. Die Waffe ist in einem ziemlich düsterem Stil und erinnert mich ein wenig an die gefürchtete Handfeuerwaffe Thorn. Zu den besonderen exotischen Effekten dieser Waffe ist natürlich nichts bekannt. Es ranken sich aber viele Theorien darüber. Die letzte exotische Waffe, welche noch gut vorgestellt und gezeigt wurde, ist das neue Sniper-Gewehr Borealis mit dem Drei-Elementen-Effekt. Der Spieler kann, so wird es beschrieben, durchgängig zwischen Arcus, Solar oder leere Schaden wechseln. Bungie hat hierbei bestätigt, dass der Spieler wirklich die ganze Zeit die Kontrolle behält, welchen Elementschaden er oder sie haben möchte. Der einzige Nachteil in dieser Waffe ist, dass es ein PlayStation Exclusive ist, somit wird es nur für die PlayStation-Spieler erhältlich sein. Die nächste exotische Waffe, welche ich euch zeigen möchte, wurde bei einem E3-Interview mit Pete Parson, der CEO von Bungie, vorgestellt und heißt Cold Heart, ein Fusionsgewehr. Sie wurde genau wie die Mauspistole, so nenne ich sie jetzt, als echtes Remake mitgebracht und gezeigt. Diese Waffe zeigt sich im Stil einer Railgun und ist, wie man sieht, von Omolon produziert. Natürlich wurde auch hier nichts geleakt an Informationen zu dieser schönen Waffe. Was man aber trotzdem sagen kann, sie erinnert stark an den Schläfer-Simulanten, der ein schweres Fusionsgewehr ist. Folglich, er verschießt einen komprimierten Strahl an energetischen Projektilen. Das schätze ich, wird bei dieser Waffe auch der Fall sein. Von der nächsten Waffe dachte man, dass sie immer eigentlich nur in Destiny 1 irgendwann am Ende kommt, es nie aber getan hat. Auch bekannt unter dem Namen W's Volley. Ein tödlicher Raketenwerfer, welcher viele kleine Raketenprojektile verschießt, womit man Massen an Gegner in einem Streich ausschalten kann. Zu all dem sind diese Raketenprojektile auch noch zielsuchend,
was den Einsatz dieser Waffe nur erhöht und sie auch noch wertvoller macht. Wenn wir uns nun aber diesen Videoabschnitt des Doubles Volleys mal genau anschauen, können wir auch noch erkennen, dass eine sehr spezielle Pistole hier gefutured wird. Und zwar diese sehr kleine, aber sehr interessante goldene Pistole. Sie könnte ja aufgrund ihrer speziellen Form und Farbe exotisch sein, aber wir dürfen die Grundregel in Destiny nicht vergessen. Man kann immer nur eine exotische Waffe und ein exotisches Ausrüstungsstück tragen. Und da der Jäger bereits einen Doubles Volley trägt, erübrigt sich das ja eigentlich schon. Aber trotzdem, wer weiß, was sich Bungie dabei schon gedacht hat. Die nächste exotische Waffe ist dieser kurz gezeigte Granatenwerfer. Dieser ist höchstwahrscheinlich exotisch, weil er dieselbe Art Muster wie die exotische Shotgun Chaperone und auch noch das Logo von Tex Mechanica auf der Seite hat und besitzt. Ich freue mich riesig auf diese Waffe und ihre Paul. Sieht auf jeden Fall sehr nützlich aus und das Design ist wirklich einzigartig. Bungie hat uns weitere drei Waffen mit sehr kurzer Bühnenzeit gezeigt. Die erste dieser drei ist eine sehr eigenartige mit drei Läufen, von der wirklich nichts bekannt ist. Das einzige, was ich sagen kann, sie kann wohl drei Gegner mit einer Schusssalve praktisch ausschalten. Die zweite der drei mit einer richtig kurzen Auftrittszeit ist diese Arcus Shotgun, die ziemlich gut aussieht, muss ich sagen. Und die dritte und letzte ist dieser leere Raketenwerfer im holzgoldenen Stil, welchen ich ziemlich nice finde. So, das waren alle exotischen Schusswaffen. Kommen wir nun zu den wahrscheinlichen exotischen Schwertern. Es gibt dazu drei Schwerter, welche dem Anschein nach klassenspezifisch sind. Das erste, das ich vorstellen möchte, ist dieses Schwert, welches vom Warlock gehalten wird, mit dem ziemlich besonderen und schönen Griff. Man kann in einer Szene genau sehen, wie diese Waffe sich im Kampf verhält. Dieser kurze Ausschnitt zeigt, dass sie wie der Tilger mit einem kräftigen Solarhieb Gegner ausschalten kann. Des Weiteren kann man leicht erkennen, nach dem Hieb wird die Energie, welche freigesetzt wird, vom Hüter absorbiert. Kann das sein? Schreibt es in die Kommentare. Das nächste Schwert, oder eher Katana, wird von einem Jäger gehalten, sogar in einer anderen Haltung. Wie ihr sehen könnt, trägt er dieses Schwert eher nach hinten und rennt auch mit dem Schwert in dieser gebückten Haltung. Sozusagen wie ein Assassine, was zum Sinnbild des Jägers sehr gut passt. Dadurch, dass dieses Schwert einem Katana ähnlich aussieht, ist es auch viel dünner und länger als die normalen anderen Schwerter. Das dritte Schwert wird von einem Titan gehalten und sieht einem mittelalterlichen Zweihänder-Großschwert sehr ähnlich und ist im Design des Eisenbanners. Mit dem Schwert kann er auch von oben einen vernichtenden Schlag ausführen. So wie beim Dawnblade des Warlocks ungefähr. Nur, dass er nicht die Ulti braucht. Er macht das einfach mit dem Schwert. Das letzte Schwert ist, denke ich mal, nicht klassenspezifisch und auch nicht exotisch. Ich erwähne es nur, weil manche sicher davon ausgehen, dass es exotisch ist. Sie ist nur in einem sehr kurzen Ausschnitt zu sehen, als der Sentinel-Titan mit seiner Ulti durch die Gegner kracht. Zu dieser Waffe ist nichts bekannt. Das war ihr einziger Auftritt bis jetzt. Wie man erkennen kann, ist die Klinge fast nur auf der oberen Seite und insgesamt ist das Schwert in einem zusammengebauten Stil dargestellt. Damit meine ich, und hier kommen wir zu meiner Erklärung, warum dieses Schwert nicht exotisch ist, meiner Meinung nach. Sie sieht so aus, als ob wir sie uns nach dem Angriff von Gaul auf der Farm eigenhändig zusammengebaut haben. Heißt also, jemand gibt uns dort eine Bauanleitung, also eine Quest, und wir suchen uns die Teile im Laufe der Geschichte zusammen. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Waffe in drei unterschiedlichen Fassungen erscheinen wird oder erhältlich sein wird. In Arcus, also blau, Leere, also lila und halt Solar im roten Design, wie sie hier zu sehen ist. So Leute, das waren alle exotischen Waffen, kommen wir nun zu den Rüstungsstücken. Da wurden leider nur drei gezeigt, welche aber schon wirklich überheftig aussehen. Das erste Rüstungsstück gehört zum Titanen und sind die Arme. Von den Schultern aus gehen in einem giftigen lila Design nach unten verdrehte Hörner, welche mit dem Shader wirklich gut zusammenpasst und absolut episch aussehen. Für Jäger gibt es einen Helm mit einem gelben Kristallmuster drauf, wo ich ziemlich gespannt bin, welche Effekte dieser Helm mit sich bringt. Und zu guter Letzt, für den Warlock den prächtigsten Brustpanzer, den ich jemals gesehen habe, mit einfach Flügeln auf dem Rücken. Dieses exotische Ausrüstungsstück ist höchstwahrscheinlich für den Dawnblade Warlock gedacht, einfach wegen diesen krassen Flügeln. Wow, da hat Bungie uns auf jeden Fall schon einige und schöne exotische Gegenstände gezeigt. Und ich kann nur hoffen, wie ich im anderen Video bereits gesagt habe, dass sie den exotischen Gegenständen ihren Wert in Destiny 2 hoffentlich zurückgeben.
Bis dahin bin ich extrem gehypt. Falls ich eine Waffe oder Rüstungsstück vergessen habe, so bitte ich euch, schreibt es mir in die Kommentare, um mich darauf hinzuweisen. Natürlich stehe ich gerne für alle Fragen zum Thema Destiny und Destiny 2 bereit. Und hier nochmal eine Frage an meine lieben Zuschauer. Wie viele exotische Waffen wird es wohl in Destiny 2 zu Beginn geben? Was denkt ihr? Schätzt mal so ein bisschen. Ja, und an dieser Stelle bedanke ich mich und hoffe, ihr fandet dieses Video informativ und wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen sonnigen Tag und ciao.